von Text 21. Die Logik der Vernichtung. Moishe Posthon über den Antisemitismus. Moishe Posthon, der heute an der University of Chicago lehrt, hat bereits 1979 einen Text zur Logik des Antisemitismus publiziert, der schon damals die ungeteilte Aufmerksamkeit der Linken verdient hätte, aber erst seit Beginn der 90er Jahre in breiteren Kreisen in Deutschland und Österreich rezipiert wurde. Im Rahmen der Begleitveranstaltungen zu der Berliner Ausstellung Aktion 3 – Deutsche verwerten ihre jüdischen Nachbarn hat Moishe Posthon im Audimax der Humboldt-Universität am 17. Juli einen Vortrag gehalten, der sich auf zentrale Teile eben dieses Aufsatzes stützt und seine wichtigsten Thesen nochmals erläutert. In dieser Sendung geben wir den Vortrag von Posthon geringfügig gekürzt wieder. In der Folgesendung dokumentieren wir die Diskussion, die sich daran angeschlossen hat. Ich möchte heute den Versuch unternehmen, zwei in allgemeinen als völlig unterschiedliche geltende Diskurswelten zusammenzuführen. Einerseits wird der Holocaust als Ereignis von tiefer historischer Bedeutung betrachtet, als Bruch in der Zivilisation und der Geschichte, als entscheidendes Ereignis in der Geschichte dieses Jahrhunderts. Andererseits neigen neuere Veröffentlichungen, die sich mit der übergreifenden historischen Struktur des 20. Jahrhunderts beschäftigen, dazu, den Holocaust zu marginalisieren. Beispiele hierfür sind Eric Hobsbawms Das Zeitalter der Extreme oder Giovanni Arrighi's The Long 20th Century. Entweder bleibt der Holocaust gänzlich unerwähnt oder er wird nicht mit der von den Autoren vorgelegten historischen Struktur in Zusammenhang gebracht. Einige neuere Veröffentlichungen versuchen, wie ich vorher gesagt habe, die übergreifende historische Struktur des 20. Jahrhunderts zu erfassen. Ich beziehe mich hier auf Eric Hobsbawms Das Zeitalter der Extreme. In seiner Analyse des kurzen 20. Jahrhunderts unterscheidet Hobsbawm drei Epochen. Die erste, die von 1914 bis zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs reicht, und als Zeitalter der Katastrophen bezeichnet wird, das gekennzeichnet war durch die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Krise der Demokratie sowie der Aufstieg von Stalinismus, Nazismus und Faschismus. Dem folgte von etwa 1947 bis Anfang der 70er Jahre unerwartet das sogenannte Goldene Zeitalter des schnellen Wirtschaftswachstums, der Ausweitung der Wohlfahrtsstaaten, der relativen politischen Stabilität und eines funktionierenden internationalen Systems. Diese sogenannte Goldene Zeitalter wurde Anfang der 70er Jahre durch eine neue Epoche abgelöst, die durch das erneute Auftreten von Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit, zunehmende gesellschaftliche Differenzierung, den Zusammenbruch des internationalen Systems und katastrophale wirtschaftliche Krisen in Teilen der Welt gekennzeichnet war. Die von Hobsbawm vorgenommene Periodisierung bringt eine Reihe von wesentlichen Veränderungen im Verhältnis des Staates zur kapitalistischen Wirtschaft zum Ausdruck. Charakteristisch für die erste Epoche sind die unterschiedlichen Versuche, auf die weltweite Krise des liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zu reagieren. Dahingegen war die zweite Epoche sowohl im Osten als auch im Westen durch eine erfolgreiche staatszentrierte Synthese gekennzeichnet, von der ein großer Teil der Bevölkerung der Metropolen profitierten. Im letzten Drittel des Jahrhunderts löste sich diese Synthese auf. Es kam zur Schwächung des Nationalstaaten als wirtschaftlich souveräne Einheiten, zu einer Aushöhlung der Wohlfahrtsstaaten im Westen, zu dem Zusammenbruch des Parteibürokratien im Osten und zu der scheinbar triumphalen Wiederauferstehung der unregulierten Marktwirtschaft. Die von Hobsbawm unterschiedenen Epochen sind allgemein und übergreifend
und umfassen viele Länder und Regionen. Sie lassen auf umfassende historische Prozesse schließen, die mit der Politik einzelner Staaten oder lokaler Kontingenzen nicht hinreichend erklärt werden können. Darüber hinaus sind Vorstellungen von historischer Linearität durch die von Hobsbawm beschriebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationen der letzten Jahrzehnte erschüttert worden, auch wenn sie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus denkbar waren und insbesondere mit den Diskursen zu Modernität und Modernisierung in Verbindung zu bringen sind. Diese Transformationen haben auch die zentrale Bedeutung des Kapitalismus als strukturgebende historische Kategorie unserer Zeit hervorgehoben, ein Thema, auf das ich zurückkommen werde. Die Frage lautet also, ob der Holocaust und seine Folge historisch in einer Weise erfassbar sind, die mit den Betrachtungen Hobsbawms auf allgemeiner historischer Ebene zusammengeführt werden kann. Dazu ist zunächst eine Klärung der Hauptmerkmale des Holocaust erforderlich. Der Holocaust ist oft mit Begriffen wie einmalig belegt worden, was leider oft als Wettbewerb um das größte Leiden verstanden wurde. Das sollte jedoch nicht von der grundlegenden Frage ablenken, die sicher keine theologische Frage oder Frage der Quantität ist, weder hinsichtlich der Zahl der Menschen, die ermordet wurden, noch hinsichtlich des Ausmaßes ihres Leidens. Es gibt zu viele historische Beispiele für Massen- und Völkermord. Es geht vielmehr um eine qualitative Besonderheit. Bestimmte Aspekte der versuchten Ausrottung des europäischen Judentums durch die Nazis bleiben so lang unerklärlich, wie der Holocaust unter die allgemeine Kategorie Massenmord subsumiert wird, als Ergebnis einer mörderischen Sündenbock-Strategie zum Beispiel, deren Opfer auch sehr gut Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können. Charakteristisch für den Holocaust war sein programmatischer und umfassender Charakter. Die Juden sollten total ausgerottet werden. Alle Juden, auch die Kinder, sollten getötet werden. Zudem war die Judenvernichtung offensichtlich nicht funktional. Sie war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Die Juden wurden nicht zum Beispiel aus militärischen Gründen oder aus Sicherheitserwägungen heraus ermordet, auch nicht aufgrund demografisch-wirtschaftlicher Planungen. Auch ähnelt die Politik der Nazis gegenüber den Juden nicht ihrer Politik des Massenmordes an Polen und Russen, die darauf ausgerichtet war, jene Teile der Bevölkerung auszulöschen, um die herum sich am leichtesten Widerstand hätte kristallisieren können, sodass der Rest als Heloten besser ausgebeutet werden konnte. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck. Ausrottung um der Ausrottung willen, ein Zweck, die absolute Priorität beanspruchte. Funktionalistische Erklärungen der Holocaust, Analysen, die versuchen, ihn in Begriffe instrumentelle Vernunft zu fassen, sowie die üblichen Sündenbock-Theorien können nicht einmal in Ansatz erklären, warum in den letzten Kriegsjahren, als die deutsche Wehrmacht von der Roten Armee überrollt wurde, ein bedeutender Teil der logistischen Infrastruktur nicht für die militärische Unterstützung des Heeres genutzt wurde, sondern für den Transport von Juden zu den Gaskammern aus so weit entfernten Orten wie der Insel Rhodos im Sommer 1944. Eine adäquate Interpretation des Holocaust muss in der Lage sein, diese qualitative Besonderheit der Ausrottung des europäischen Judentums zu erfassen. Diese Besonderheit muss auch im Hinblick auf den Nazismus als Bewegung verstanden werden, eine Bewegung, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis eine Revolte darstellte. Darüber hinaus muss sie mit Hilfe von Kategorien erfassbar sein,
die zwischen Holocaust und allgemeinen historischen Entwicklungen vermittelt, wie sie zum Beispiel die oben beschriebene Unterteilung in geschichtliche Epochen darstellt. Eine solche historische Periodisierung sowie die Beschreibung der Besonderheit des Holocaust deutet darauf hin, dass eine analytische Neubewertung erforderlich ist. Die Einteilung des 20. Jahrhunderts in historischen Epochen erinnert uns daran, dass der Holocaust nicht das Ende der Geschichte war. Das gilt nicht nur in oberflächlichem Sinne, dass seit der Holocaust bereits ein halbes Jahrhundert vergangen ist, sondern auch insofern, als sich die allgemeine Struktur und Beschaffenheit des gesellschaftlichen Lebens seither mehrfach gewandelt hat. Es gilt aber auch darüber hinaus in dem intellektuell und emotional provokativen Sinne, dass selbst emanzipative Projekte nicht mit Auschwitz endeten. Deshalb muss sich die Frage der Historisierung des Holocaust aus der Perspektive des zu Ende gegangenen 20. Jahrhunderts anders darstellen als in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Ansätze zur Erklärung des Holocaust erscheinen in einem kritischen Licht, wenn man sie daraufhin untersucht, inwiefern sie sowohl die Spezifik des Holocaust als auch die Problematik der Vermittlung zwischen dem Holocaust und dem eben beschriebenen allgemeinen historischen Rahmen berücksichtigen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet erscheinen eine Reihe von Ansätzen historisch zu partikularistisch, darunter jene, die sich ausschließlich auf die Besonderheiten der deutschen Geschichte, Kultur und deutschen Denkformen konzentrieren, oder diejenigen, die ausschließlich die Geschichte der Juden beleuchten und den Antisemitismus als transhistorisch betrachten. So tragen auch die Debatten zwischen den sogenannten funktionalistischen und intentionalistischen Interpretationen des Holocaust sehr wenig zum Erhellen der von mir formulierten Dimensionen der Problematik bei. Die Intentionalisten führen an, dass der Holocaust von Anfang an geplant war. Sie postulieren einen direkten Zusammenhang zwischen Ideologie, Planung und Politik der Nazis und schreiben Hitlers Weltbild wesentliche Bedeutung zu. Gestützt auf antisemitische Schriften behaupten sie eine lineare Kontinuität zwischen Hitlers Schriften aus den 20er Jahren und dem 20 Jahre später unternommenen Versuch, das europäische Judentum zu vernichten. Im Gegensatz zu den Intentionalisten lehnen die Funktionalisten die Betonung des Willens und des Vorsatzes ab und messen der Ideologie geringere Bedeutung bei. Stattdessen führen sie an, dass der 1933 eingeschlagene Kurs der antijüdischen Politik der Nazis eher sprunghaft als linear verlief und darauf schließen lässt, dass es keine vorsätzlichen, vorgefertigten Plan gab. Vielmehr ergab sich der Holocaust in ihren Augen zufällig als Ziel. Er resultierte aus einer Folge bürokratischer Initiativen und Reaktionen auf verschiedene Probleme, die durch den Krieg und die Bürokratie eines im Grunde genommen chaotischen Systems ausgelöst wurden. Welche Stärken und Schwächen diese Positionen auch aufweisen, keine von ihnen ist geeignet für die Betrachtungsebene, die ich hier versuche zu entwickeln. Die Funktionalisten versuchen, den verschlungenen Weg der antisemitischen Politik der Nazis ab 1933 und der Komplexität der ihnen zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse gerecht zu werden und nehmen als gegeben hin, was erklärt werden muss. Dass ein Programm der vollständigen Vernichtung überhaupt denkbar werden konnte. Die Intentionalisten versuchen zwar, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, reduzieren aber schließlich Fragen der Ideologie auf die von Absicht und Motivation. Das gilt sowohl für jene, die den Holocaust in erster Linie mit Hitlers Antisemitismus erklären, als auch für die, die eine quasi-ontologische, spezifisch deutsche Kultur des Antisemitismus postulieren.
Diese Debatte rekapituliert nicht nur die klassische moderne Antinomie von Wille versus unpersönlichen objektiven Mechanismus, es trägt auch keine der Positionen dazu bei, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Holocaust und umfassenderen historischen Entwicklungen zu klären. Stattdessen betrachten beide Positionen den Holocaust als zufällig. Der eine stellt die Zufälle des Entscheidungsfindungsprozesses in Nazi-Deutschland während des Krieges in den Mittelpunkt, die andere die Zufälligkeit des Weltbildes eines Diktators oder die einzigartige Kultur eines Landes. Solche Positionen betrachten den Holocaust, wie Sigmund Bauman bemerkt, als beruhigend untypisch und soziologisch ohne Konsequenzen. Es hat natürlich auch viele Versuche gegeben, den Nazismus in großen historischen Zusammenhängen zu interpretieren. Zum Beispiel die große Vielzahl von Faschismus- und Autoritarismus-Theorien. Obwohl Kategorien wie Faschismus oder Totalitarismus für bestimmte Zwecke durchaus nützlich sein können, sind sie wenig hilfreich, wenn es darum geht, die geplante Vernichtung des europäischen Judentums zu erklären. Dies liegt außerhalb ihres analytischen Rahmens. Dasselbe gilt letzten Endes für Theorien wie die von Raoul Hilberg und Hannah Arendt in ihrem Eichmann-Buch. Diese heben sowohl die Strukturen der bürokratischen Verwaltung als auch die Arbeitsteilung und damit die geteilte Verantwortung hervor, die das Vernichtungsprogramm der Nazis charakterisierten. Solche Ansätze helfen aufzuzeigen, wie dieses Programm umgesetzt wurde und hätte umgesetzt werden können, doch erklären sie nicht das Programm an sich. Während die Debatten zwischen intentionalistischen und funktionalistischen Positionen den Zusammenhang zwischen Holocaust und größeren historischen Entwicklungen verdecken, führen die meisten Versuche, Nazismus und Holocaust in Beziehung zu dieser Entwicklung zu interpretieren, dazu, den Holocaust unter dieser Entwicklung zu subsumieren und so seine Spezifik zu verdecken. Zu diesen Versuchen gehört Arno Mayers Interpretationen, die den Holocaust mit dem extremen Antibolschewismus der Nazis zu erklären sucht. Obwohl es Mayers Ansatz sehr wohl gelingt, die engen Grenzen des Holocaust-Diskurses zu verlassen, verschleiert auch er die Spezifik des Holocaust. Auch er kann die versuchte Ausrottung aller Juden überall, von Norwegen bis Rhodos, nicht wirklich erklären. Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft sowie Horkheimer und Adorno in Dialektik der Aufklärung haben erkannt, dass der Holocaust im Zusammenhang mit dem modernen Antisemitismus verstanden werden muss und versuchten, diese Ideologie als Symptom umfassender historische Transformationen der europäischen Gesellschaft zu denken. Obwohl sie diese Transformationen völlig unterschiedlich verstanden, ist ihren Arbeiten ein Thema gemeinsam. Der Antisemitismus nahm in dem Augenblick zu, als die Juden in ihren alten gesellschaftlichen Rollen geschichtlich überflüssig wurden. Wenngleich aber die Kategorie der historischen Überflüssigkeit möglicherweise als Erklärung für weit verbreitete Ablehnung und sogar für Massenmord dienen kann, bietet sie doch keine Grundlage für ein Verständnis der fundamentalen Eigenschaft des Holocaust, dass es sich hier nochmal um ein geplantes Programm zur völligen Vernichtung eines Volkes handelt. Ungeachtet des Probleme ihrer jeweiligen Ansätze haben Arendt, Adorno und Horkheimer jedoch richtig erkannt, dass der Antisemitismus die einzige Kategorie ist, die direkt auf die Frage der Vernichtung zielt, und zwar im historischen Kontext. Der funktionalistischen Interpretationen weichen diese Frage einfach nur aus und den meisten anderen Erklärungsansätze, die sich diese Frage zu stellen versuchen, gelingt es nicht, eine plausible Erklärung für ein Programm der völligen Ausrottung zu finden. Das gilt in jedem Fall für Ansätze, die sich entweder auf die instrumentelle Vernunft und die Vorherrschaft des bürokratisch-technokratischen in der Moderne konzentrieren, auf die dem Universalismus der Aufklärung eigene Ausgrenzung abheben oder dem Fanatismus einen extremen Antibolschewismus herausstellen. Das gilt selbst für Positionen,
die das in Europa Ende der 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Einzug haltende rassistische und biologistische Denken betonen. Obwohl dieses Denken offenkundig eine sehr wichtige Dimension des Antisemitismus war, reicht es allein auch nicht als Erklärung dafür aus, wie ein Programm der totalen Vernichtung möglich werden konnte. Hierzu muss man sich auf das zentrale Element des modernen Antisemitismus konzentrieren. Die Vorstellung von den Juden als welthistorische Bedrohung des Lebens. Wenn man sich noch einmal der Kategorie des Antisemitismus zuwendet, so bedeutet es nicht zwangsläufig die Rückkehr zu einer Position, die den Holocaust nur im Hinblick auf die Besonderheiten der deutschen Geschichte untersucht. Weder impliziert es notwendigerweise eine lineare, vorsätzliche Entwicklung der antijüdischen Politik der Nazis, noch deutet es darauf hin, dass der Antisemitismus allein, ohne jede Vermittlung, die Aktionen, Motivationen und Intentionen der Handelnden erklärt. Trotzdem ist bei jedem Versuch, das Programm der Nazis zur völligen Vernichtung der Juden historisch zu begreifen, der Antisemitismus als Ideologie zu untersuchen. Hierzu muss der Antisemitismus auch in größeren geschichtlichen Zusammenhang gesehen werden. Eine derartige Fokussierung auf den Antisemitismus zwingt das auch, die Bedeutung von Ideologie zu überdenken. Wie bei Dominique Le Capra muss unterschieden werden zwischen der Ideologie als allgemeine Bedeutungsstruktur auf der einen und der individuellen Motivation und Intentionalität auf der anderen Seite. Der Vermischung beider Momente ist der Grundlage für die unüberzeugende Behauptung, der tief in der Psyche der deutschen Täter verwurzelte Antisemitismus sei der unmittelbare Grund für ihr Handeln. Eine solche Verschmelzung kann auch das entgegengesetzte Argument belegen, nämlich die Behauptung, der Antisemitismus sei nicht von zentraler Bedeutung, weil die antijüdische Politik der Nazis nicht linear umgesetzt wurde und viele Deutsche offensichtlich nicht durch einen starken Hass auf die Juden motiviert waren. Wenn man nicht zwischen Ideologie als allgemeinen kulturellen Rahmen, einem Bedeutungshorizont und dem Affekt und der Motivation des Einzelnen unterscheidet, ist dieser Ansatz nicht geeignet, die Problematik der versuchten Ausrottung der Juden als Gegensatz zu der Frage, wie diese durchgeführt wurde, zu beleuchten. Wenn ich von modernem Antisemitismus spreche, so meine ich eine ideologische Form, die nach 1873 in Europa breite Verbreitung fand. Die Pogrome in Russland sollten eher als Teil dieser Entwicklung, denn als quasi mittelalterliche Ausbrüche verstanden werden. Und in der von Hobsbawm als katastrophalen Zeitalter bezeichnete Epoche in Nazi-Deutschland ihren Höhepunkt erreichte. Ich werde nicht darauf eingehen, warum diese Ideologie in einige europäische Länder viel einflussreicher war als in anderen, obgleich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Grad an Vermittlung von kapitalistischer Entwicklung durch den Staat und der Erstarkung des modernen Antisemitismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts oder warum sie in Deutschland hegemonial wurde. Ein solcher Versuch würde Vermittlungsebenen erfordern, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Vielmehr werde ich eine Analyse des Antisemitismus als allgemeine Ideologie vornehmen und versuchen, diese zu der bereits erwähnten allgemeinen historischen Strukturierung der modernen Welt in Beziehung zu setzen. Im Rahmen dieses Herangehens ist die Frage eines eventuellen deutschen Sonderwegs zwar für die Frage der Vermittlungsebene relevant, nicht aber für den Charakter und die Zusammensetzung der Ideologie selbst. Ich habe also nicht die Absicht zu erklären, warum der Nazismus und der moderne Antisemitismus in Deutschland Hegemonie erlangte. Stattdessen werde ich versuchen, genauer zu bestimmen, was das war, das hegemonial wurde, indem ich eine Analyse des modernen Antisemitismus vorlege, die seine innere Verbindung zum Nationalsozialismus in Begriffen aufzeigt, die zwischen
Eine Analyse des Holocausts und den großen historischen Prozessen des 20. Jahrhunderts vermitteln können. Um nun zum Verhältnis von Antisemitismus und übergreifende historische Entwicklung zu kommen, möchte ich zunächst auf einen Gegensatz in den gängigen Deutungen des Nationalsozialismus und des Holocaust hinweisen. Besonders in den 60er Jahren haben viele Ansätze den Nationalsozialismus als Aufstand gegen die Moderne interpretiert. In jüngster Zeit hingegen wird der Holocaust gerade in universalistischen und rationalistischen Menschenbild der Aufklärung begründet oder als eine der Moderne innewohnende Potenz verstanden. Dieser Gegensatz wirft ein bezeichnendes Licht auf das unterschiedliche Selbstverständnis der beiden Nachkriegsepochen. Während des sogenannten goldenen Zeitalters des 50er und 60er Jahren drückte sich die Hegemonie einer bestimmten Form der Moderne auch darin aus, dass der Nationalsozialismus als antimodern interpretiert wurde. Später, im Zuge der Kritik an den großen Erzählungen der Moderne, wurde der Nationalsozialismus schließlich als im Grunde modernes Phänomen begriffen. In beiden Fällen wird der Nationalsozialismus als im klaren Gegensatz zum Bestehenden verstanden, als das grundsätzliche Andere. Das weist implizit auf den einseitigen Charakter der dominanten Diskursmodelle hin, seien sie von der Moderne oder der Postmoderne geprägt. Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass dieser Gegensatz in der Interpretation der Nationalsozialismus selbst aufschlussreich ist. Er zeigt, wie inadäquat das Konzept der Moderne als analytische Paradigma zur Erklärung des Nationalsozialismus ist. Denn der Nationalsozialismus selbst lehnte einige Elemente der Moderne ab, während er andere, moderne Technologie und Industriekapital etwa, emphatisch affirmiert. Nötig ist also ein Ansatz, der in der Lage ist, sowohl die Ablehnung als auch die Affirmation unterschiedlicher Aspekte der Moderne in der nationalsozialistischen Ideologie zu erklären und diese ins Verhältnis zum exterminatorischen Antisemitismus zu setzen. Dabei sollte auch in Frage gestellt werden, inwiefern Kategorien wie modern, postmodern oder antimodern überhaupt theoretisch adäquat sind. Die Form des Antisemitismus, die ihren extremsten Ausdruck im Holocaust fand, darf nicht mit alltäglichen antijüdischen Vorurteilen verwechselt werden. Es handelt sich hier um eine Ideologie, die während des späten 19. Jahrhunderts in Europa weite Verbreitung fand. Ihre Entstehung setzte frühere Formen des Antisemitismus voraus, die seit Jahrhunderten integralen Bestandteil der christlichen westlichen Zivilisation sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie den Juden eine außergewöhnliche Maß an Macht zuschreiben. Doch nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Qualität der den Juden zugeschriebenen Macht unterscheidet den Antisemitismus von Formen des Rassismus. Im modernen Antisemitismus erscheint die Macht der Juden auf mysteriöse Weise umfassbar, sie ist abstrakt und allumfassend. Diese Macht erscheint nicht unmittelbar, sondern benötigt einen konkreten Träger politischer, sozialer oder kultureller Art, vermittels dessen sie wirksam wird. Da die Macht der Juden in der Einbildung des modernen Antisemiten nicht konkret gebunden, nicht verwurzelt ist, hält er sie für ungeheuer groß und schwer zu kontrollieren. Diese Macht steht hinter den Dingen, ist aber nicht mit ihnen identisch. Sie ist verborgen, konspirativ.
Der moderne Antisemitismus imaginiert die Juden als eine ungemein mächtige, undurchsichtige internationale Verschwörung, die sowohl verantwortlich ist für den scheinbaren Widerspruch von plutokratischem Kapitalismus und Sozialismus, als auch für den Aufstieg der vulgären Kultur des Markts und für den Niedergang der traditionellen Werte und Institutionen. Die Juden wurden für wirtschaftliche Krisen ebenso verantwortlich gemacht wie für gesellschaftliche Umstrukturierungen, die eine Folge der raschen kapitalistischen Industrialisierung waren. Explosive Wachstum der Städte, Niedergang der traditionellen sozialen Klassen und Schichten, Entstehung einer neuen Schicht von Bankleuten, Kapitalisten, Akademikern, als auch eines großen, zunehmend organisierten Industrieproletariats. Der moderne Antisemitismus beansprucht, diese rasante Veränderungsprozesse zu erklären, die für viele Leute bedrohlich geworden waren. In dieser von Rassengedanken geprägten Vorstellungswelt werden die Juden nicht so sehr zu Unterrasse, als vielmehr zu Gegenrasse, die verantwortlich gemacht wird für historische Prozesse, die zutiefst gefährlich und zerstörerisch sind für das soziale Wohlergehen anderer Völker, eine Bedrohung für das Leben an sich. Diese Ideologie wurde als grundsätzlich antimodern interpretiert und es ist sicherlich richtig, dass sowohl die Plutokratie als auch die Arbeiterbewegung zu den Begleiterscheinungen des kapitalistischen Moderne zählten, zu den Folgen massiver sozialer Restrukturierungsprozesse, die mit ihr einhergingen. Das Problem an solchen Erklärungsansätzen ist aber, dass zur Moderne sicherlich auch das Industriekapital zu zählen wäre. Bekanntermaßen war das Industriekapital jedoch keineswegs Ziel antisemitischer Angriffe, auch nicht zu Zeiten einer rapiden Industrialisierung. Auch andere Aspekte der Moderne gegenüber der Technologie etwa verhielt sich der Nationalsozialismus eher affirmativ. Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, dass ein Ansatz, der vom Marxischen Begriff des Fetischs ausgeht, eine schärfere Analyse der zentralen Elemente des Antisemitismus und allgemeiner des Verhältnisses von modernen und antimodernen Elementen des Nationalsozialismus liefern kann. Anders als Erklärungsansätze, die vom Begriff des Modernen ausgehen, kann ein solcher Ansatz eine Grundlage für die Untersuchung einer Reihe von systematischen Formen von Fehlwahrnehmungen von Ideologien also liefern, denn er ist in der Lage, systematisch zu unterscheiden zwischen dem, was ist und dem, was zu sein scheint. Also zwischen den historisch-spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen im Kapitalismus und ihre Erscheinungsweise. Innerhalb eines solchen Analyserahmens treten Kategorien wie Ware, Geld und Kapital nicht nur als ökonomische auf, sondern beschreiben strukturierende und strukturierte soziale Praxen, die historisch spezifisch an den Kapitalismus gebunden sind. Als Ausdruck praktischer Verhältnisse stellen diese Kategorien einen Versuch zur Überwindung der klassischen Dichotomie von Subjekt und Objekt dar. Sie erheben den Anspruch, gleichzeitig gesellschaftliche Verhältnisse und Denkformen zu erklären. Der Begriff des Fetischs bezieht sich auf Denkformen, die in den Erscheinungsformen gesellschaftlicher Verhältnisse im Kapitalismus verhaftet sind und diese folglich hypostasieren oder naturalisieren. Indem ein solcher Ansatz den modernen Antisemitismus erkenntnistheoretisch mit dieselben Kategorien analysiert, die auch zur Analyse des Kapitalismus verwandt werden, ermöglicht er es nicht nur, den oben dargestellten theoretischen Gegensatz in den Interpretationen von Nationalsozialismus und Holocaust aufzulösen, er ermöglicht es vielmehr auch, den exterminatorischen Antisemitismus zur oben beschriebenen Epocheneinteilung der modernen Welt ins Verhältnis setzen. Was die zentralen gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus, Ware, Kapital, diesem Ansatz zufolge historisch einmal Macht ist,
dass sie durch Arbeit und deren Produkte vermittelt werden. Im Kapitalismus ist Arbeit nicht nur produktive Tätigkeit, sogenannte konkrete Arbeit, sondern sie konstituiert auch ein historisch einmaliges, quasi objektiv Form sozialer Vermittlung, abstrakte Arbeit, das die ehemals offen zutage liegenden Formen gesellschaftlicher Verhältnisse ersetzt und transformiert. Daher ist die Ware, das grundlegendste gesellschaftliche Verhältnis im Kapitalismus, nicht nur ein Objekt, in dem sich konkrete Arbeit vergegenständigt, sondern auch eine Form objektivierter gesellschaftlicher Beziehungen. In der Ware als stofflichem Träger drücken sich gesellschaftliche Verhältnisse, die keinen anderen selbstständigen Ausdruck finden, aus und werden zugleich verschleiert. Innerhalb dieses analytischen Rahmens treten die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus widersprüchlich in Erscheinung. Sie sind gekennzeichnet von dem Widerspruch zwischen einer abstrakten, allgemeinen und homogenen Dimension, dem Wert, die auch ein System von abstrakter Herrschaft und abstraktem Zwang einschließt, das sowohl es gesellschaftlich vermittelt ist, als unpersönlich und objektiv auftritt, und einer konkreten, partikularen, materiellen Dimension, den Gebrauchswert. Weil sie objektiv vermittelt sind, erscheinen beide Dimensionen als natürlich und nicht allgesellschaftlich konstituiert. Die abstrakte Dimension erscheint in der Form abstrakter, universeller, objektiver Naturgesetze, die konkrete Dimension hingegen als reine dingliche Natur. Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Kapitalismus kennzeichnen, erscheinen in keiner Weise als gesellschaftlich und historisch. Von diesem theoretischen Hintergrund ist es auffallend, dass die spezifischen Charakteristika der Macht, die den Juden im modernen Antisemitismus zugeschrieben wird, Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität, Mobilität, allesamt Kennzeichen der Wertdimension sind, welche den Kapitalismus elementar charakterisiert. Überdies tritt der Wert, wie auch die angebliche Macht der Juden, nicht als solche in Erscheinung, sondern immer vermittelt in der Form eines materiellen Trägers der Ware. Ich möchte zunächst auf diese auffallende Ähnlichkeit eingehen und kurz darstellen, warum der Kapitalismus im Rahmen der Warenanalyse allein in seiner abstrakten Form erscheinen kann. Dies trägt zur Klärung der Frage bei, warum der moderne Antisemitismus, der gegen so viele Aspekte der sogenannten modernen Welt Sturm lief, sich gegenüber dem Industriekapital und der modernen Technologie so stumm verhielt oder ihnen gegenüber sogar positiv eingestellt war. Die für den wahren Form charakteristische Einheit von Wert und Gebrauchswert vergegenständigt sich in einem äußeren Gegensatz. Der Doppelcharakter der Ware erscheint verdoppelt als Geld und als Ware. Obwohl die Ware als Form gesellschaftlicher Verhältnisse sowohl Wert als auch Gebrauchswert verkörpert, ist die Folge dieser Veräußerlichung, dass die Ware nur in ihrer rein materiellen Gebrauchswertdimension erscheint. Geld andererseits erscheint als alleinige Träger des Werts, als Ort und Quelle des rein abstrakten und nicht als veräußerlichte gegenständliche Form der Wertdimension der Warenform selbst. Folglich können auf dieser Analyseebene gesellschaftliche Verhältnisse, die für den Kapitalismus spezifisch sind, nur in ihrer abstrakten Form, zum Beispiel als Geld, erscheinen und nicht in ihrer dialektischen Einheit von Abstrakten und Konkreten. Ihre konkrete Dimension, zum Beispiel die Ware als Gegenstand, kann so als rein natürlich erscheinen. Antikapitalistische Denken, das an der Unmittelbarkeit dieser Erscheinungsform festhält, tendiert dazu, den Kapitalismus lediglich als Ausdruck seiner abstrakten Dimension zu begreifen, während seine konkrete Dimension als das Natürliche oder ontologisch-menschliche affirmiert wird, das vermeintlich außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft steht. So wird zum Beispiel Geld als Quelle allen Übels angesehen
und führt zum Beispiel einen radikalen Denker wie Proudhon dazu, das Geld der angeblich gesellschaftsnatürlichen Dimension der Arbeit und ihr Produkt gegenüberzustellen. Geld kritisiert er dann, wenn es nicht unmittelbar Arbeit, also die konkrete Dimension, zum Ausdruck bringt. In der Fortentwicklung des Industriekapitalismus erreicht die dem Warenform immanente Naturalisierung neue Dimensionen. Wie die Ware ist die Kapitalform durch den inneren Widerspruch von Konkreten und Abstrakten gekennzeichnet, die beide als natürlich erscheinen. Das Natürliche hat hier jedoch eine andere Qualität. Kapital ist sich selbst verwertender Wert. Es ist gekennzeichnet durch einen ständigen, unaufhaltsamen Prozess der Selbstausdehnung von Wert. Mit zunehmender Industrialisierung unterliegt dieser Prozess schnell wachsenden Zyklen von Produktion und Konsumtion, von Schöpfung und Zerstörung in großem Maßstab. Kapital hat keine feste, endgültige Form, sondern es kann als Geld oder als Ware in Erscheinung treten. Kapital erscheint also als reiner Prozess, der verschiedene gegenständliche Formen annehmen kann. Entsprechend verändert sich seine konkrete Gestalt. Einzelne Arbeiten stellen keine unabhängigen Einheiten mehr dar. Sie entwickeln sich zunehmend zu Teilkomponenten eines großen, komplexen und dynamischen Systems, das Mensch wie Maschine umfasst und sie einem einzigen Ziel unterordnet, der Produktion und der Produktion willen. Das entfremdete gesellschaftliche Ganze wird größer als die Summe seiner Individuen und sein Zweck liegt außerhalb seiner selbst. Dieser Zweck ist ein Prozess ohne Ende. Die Kapitalform gesellschaftlicher Verhältnisse hat blinden, prozessualen, quasi organischen Charakter. Aufgrund dieser Charakter der Kapitalform wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts sozialen historischen Prozess zunehmend biologisiert wahrgenommen. Diesen Aspekt des Kapitalfetischs möchte ich hier nicht weiterentwickeln. Für unseren Zweck reicht es aus festzuhalten, welche Wahrnehmungsweise von Kapital sich daraus ergeben. Wie oben angedeutet, kann die Ware aufgrund ihres Doppelcharakters als rein gegenständliche Einheit erscheinen und nicht als Vergegenständlichung vermittelter gesellschaftlicher Verhältnisse. In ähnlicher Weise kann konkrete Arbeit als rein materieller, kreativer Prozess erscheinen, der sich von der kapitalistischen Verhältnisse ablösen lässt. Auf der logischen Ebene des Kapitals ermöglicht es dieser Doppelcharakter, dass die industrielle Produktion als materieller, kreativer Prozess erscheint, der sich von Kapital ablösen lässt, das seinerseits nur in seiner abstrakten Dimension als entwurzeltes, parasitäres Finanzkapital in Erscheinung tritt. Dadurch erscheint die manifeste Form des Konkreten organischer. Dies ermöglicht Spielarten von Revolten und von Antikapitalismus, die in ihrer Glorifizierung des vermeintlich Vormoderne, der stofflichen Natur, des Blutes, des Bodens, der Arbeit und der Gemeinschaft, mit der positiven Affirmation moderner Phänomene wie Industrie und Technologie einhergehen können. Beide scheinen auf der dinglichen Seite der Antinomie zu stehen. Der Begriff des fetischisierten Antikapitalismus ermöglicht es zu verstehen, was alle diese disparate modernen und vormoderne Elemente übergreifend vereint. Sie alle scheinen konkrete und organische, gesunde Gegenprinzipien zu abstrakten zu sein. Biologistische und rassistische Denken im Allgemeinen und der moderne Antisemitismus im Besonderen sollten nicht als historische Anachronismen, nicht als atavistisch verstanden werden. Diese Denkformen sind im 19. Jahrhundert aufgetaucht und stellen keine Wiedergeburt historisch früherer Denkformen dar. Wegen ihrer biologischen Charakter erscheinen sie als atavistisch. Dieser Charakter sollte jedoch im Hinblick auf den Kapitalfetisch verstanden werden, der den Gedanken stützt, dass Konkrete sei natürlich
und dabei das Gesellschaftliche natürlich zunehmend so darstellt, dass es in biologischen Begrifflichkeit wahrgenommen wird. Die Hypostasierung des Konkreten und die Identifikation des Kapitals mit der vergegenständlicht Abstrakten bildet die Grundlage eines in Anführungsstrichen Antikapitalismus, der die existierende Gesellschaftsordnung von einem Standpunkt zu überwinden sucht, der dieser Ordnung selber verhaftet bleibt. Insofern dieser Standpunkt mit Bezug auf die konkrete Dimension formuliert wird, tendiert diese Ideologie zu einer konkreteren und organisierteren Form einer kapitalistischen Gesellschaftssynthese. Dieser Antikapitalismus scheint also nur nostalgisch rückwärts gewandt. Als Ausdruck des Kapitalfetischs drängt er in Wirklichkeit vorwärts. Er ist im Zuge des langen krisenhaften Übergangs von liberalen zum bürokratischen Kapitalismus entstanden und wird in spezifischen Situationen während strukturellen, politischer und kulturellen Krisen virulent. Dieser Antikapitalismus basiert auf einem einseitigen Angriff auf das Abstrakte, abstrakte Gesetze, abstrakte Vernunft oder auf einer anderen Ebene Geld und Finanzkapital. Von Standpunkt des gesunden, verwurzelten, natürlichen, konkreten. In biologisierten modernen Antisemitismus wurde dieser fetischisierte Gegensatz von Abstrakten und Konkreten als rassischer Gegensatz zwischen Juden und im Falle Deutschlands Aryan konzeptualisiert. Der moderne Antisemitismus beinhaltet eine Biologisierung des Kapitalismus, der seinerseits nur als vergegenständlichte abstrakte Seite verstanden wird, als internationales Judentum. Nach dieser Interpretation wurden die Juden nicht nur als Kapitalisten gesehen und sie wurden auch nicht nur mit dem Geld und der Zirkulationssphäre assoziiert. Vielmehr wurden sie mit dem Kapitalismus selbst identifiziert. Der Kapitalismus schien jedoch Technologie und Industrie nicht einzuschließen. Vielmehr schien er allein aus seiner abstrakten, vergegenständlichten Erscheinungsform zu bestehen, die wiederum für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Veränderungen im Zuge der schnellen Entwicklung des modernen Industriekapitalismus verantwortlich gemacht wurde. Die Juden wurden zur Personifizierung der nicht greifbaren, zerstörerischen, mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Bestimmte Formen antikapitalistischer Unzufriedenheit richten sich gegen die abstrakte Erscheinungsform des Kapitals, die durch die Juden personifiziert wurde, nicht weil die Juden bewusst mit der Wertdimension assoziiert worden wären, sondern weil der Kapitalismus angesichts der inneren Widerspruchs von abstrakten und konkreten Dimensionen so erschien. Also war die antikapitalistische Revolte auch eine Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus und seine negativen gesellschaftlichen Auswirkungen wurde assoziiert sozusagen mit der Überwindung der Juden. Es bleibt die Frage, warum sich die biologische Interpretation der abstrakten Dimension des Kapitalismus ausgerechnet an den Juden festmachte. Im europäischen Kontext war diese Wahl keineswegs zufällig. Die Juden hätten nicht einfach durch eine andere Gruppe ersetzt werden können. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Die lange Geschichte des Antisemitismus in Europa und die damit einhergehende Assoziation der Juden mit Geld ist wohl bekannt. Die Phase der raschen Ausdehnung des Industriekapitals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fiel mit den politischen und bürgerlichen Emanzipation der Juden in Mitteleuropa zusammen. Die Juden wurden in der bürgerlichen Gesellschaft plötzlich sichtbar, und zwar besonders in den Sphären und Berufen, die sich damals ausweiteten und die mit den sich herausbildenden gesellschaftlichen Verhältnissen assoziiert wurden, den Universitäten, den Freiberufen, den Journalismus, den Künsten, dem Einzelhandel. Man konnte weitere Faktoren erwähnen, doch einen möchte ich besonders betonen. So wie sich der Doppelcharakter der Ware als gesellschaftliche Verhältnis im äußeren Gegensatz zwischen abstrakten und konkreten ausdrückt,
So ist die bürgerliche Gesellschaft gekennzeichnet durch eine Trennung von Staat und Gesellschaft. Für den Einzelnen stellt sich dieser Bruch als Trennung zwischen Staatsbürger und Privatperson dar. Als Bürger ist der Einzelne abstrakt, was seinen Ausdruck beispielsweise im Gedanken der Gleichheit von dem abstrakten Gesetz oder im Prinzip des allgemeinen und gleichen Wahlrechts findet. Als Privatperson ist der Einzelne konkret eingebettet in reale Klassenbeziehungen, die als privat, das heißt nur die bürgerliche Gesellschaft betreffend, angenommen werden und die keinen politischen Ausdruck finden sollen. In Europa hat sich jedoch die Vorstellung von der Nation als rein politische Einheit, die vom Wesen der bürgerlichen Gesellschaft abstrahiert, nie ganz durchgesetzt. Die Nation war nicht nur politische Entität, sie war auch konkret, bestimmt von einer gemeinsamen Sprache, Geschichte, von gemeinsamer Tradition und einer gemeinsamen Religion. In diesem Sinne stellten die Juden nach ihrer Emanzipation in Europa die einzige Gruppe dar, die die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politische Abstraktion erfüllte. Sie waren Bürger Deutschlands oder Frankreichs, wurden aber nicht wirklich als Deutsche oder Franzosen angesehen. Abstrakt gehörten sie der Nation an, jedoch nur selten konkret. Sie waren darüber hinaus Staatsbürger der meisten europäischen Länder. Das Merkmal der Abstraktheit, das nicht nur für die Wertdimension in ihrer Unmittelbarkeit charakteristisch ist, sondern auch mittelbar für den bürgerlichen Staat und seine Gesetze, wurde mehr und mehr mit den Juden assoziiert. Diese Assoziation sollte sich als fatal erweisen in einer Phase, in der das Konkrete gegenüber dem Abstrakten verklärt wurde und sich gegen Kapitalismus und bürgerlichen Staat richtete. Die Juden waren entwurzelt, international und abstrakt. Der moderne Antisemitismus ist also eine besonders bösartige Form des Fetischs. Seine Wirkmächtigkeit und seine Gefährlichkeit liegt darin, dass er eine umfassende Weltanschauung liefert, die bestimmte Formen antikapitalistischer Unzufriedenheit erklärt und ihnen auf eine Weise politischen Ausdruck verleiht, die den Kapitalismus also als solchen unbeschadet lässt. Seine Angriffe richten sich lediglich gegen die Personifizierung jener gesellschaftlichen Verhältnisse, jedoch nicht gegen die Verhältnisse selbst. Versteht man den Antisemitismus in dieser Weise, dann kann man auch den Nationalsozialismus als fetischisierte antikapitalistische Bewegung begreifen. Sie ist gekennzeichnet durch den Hass auf das Abstrakte, die Hypostasierung des bestehenden Konkreten und eine zielstrebig verfolgte, unbarmherzige, wenn auch nicht notwendig hasserfüllte Mission, die Welt von der Quelle allen Übels in Gestalt der Juden zu befreien. Der moderne Antisemitismus ist also eine Revolte gegen die vom Kapital bestimmte Geschichte, die als jüdische Verschwörung imaginiert wird. Innerhalb eines solchen ideologischen Rahmens muss diese Verschwörung zerstört werden, um die Welt zu retten. Diese Ideologie war eine absolut notwendige Voraussetzung für den Holocaust, der nur aus den historischen Gegebenheiten der Jahre 1939 bis 1941 nicht hinreichend erklärt werden kann. Das bedeutet nicht, dass schon 1933 der Plan existierte, die Juden auszurotten. Es umreißt jedoch den ideologischen Rahmen, innerhalb dessen ein solches Vorhaben überhaupt vorstellbar werden konnte. Eine Fabrik im Kapitalismus ist ein Ort, an dem Wert produziert wird, was notwendig in der Weise geschieht, dass Güter, also Gebrauchswerte, hergestellt werden. Das Konkret wird also als notwendiger Träger des Abstrakten produziert. Die Vernichtungslager der Nazis sind keine fürchterliche Abart einer solchen Fabrik, kein Extrembeispiel der Moderne, sondern sollten vielmehr als ihre groteske antikapitalistische Negation gesehen werden. Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Wertes,
zur Vernichtung der Personifikation des Abstrakten. Ihre Organisationsform war die eines auf boshafteste Weise umgekehrte Industrieprozesses, dessen Ziel die Befreiung des Konkreten von Abstrakten war. Der erste Schritt dazu war die Entmenschlichung der Juden, ihre Reduktion auf das, was sie wirklich sind, Zahlen, nummerierte Abstraktionen. Der zweite Schritt war die Auslöschung dieser Abstraktionen, wobei auch noch versucht wurde, ihnen die letzten Überreste konkreten Gebrauchswerts zu entreißen, Kleidung, Gold, Haare. Auschwitz, nicht die Machtergreifung der Nazis 1933, war die wirkliche deutsche Revolution. Der versuchte Umsturz nicht nur der politischen Ordnung, sondern auch die existierende Gesellschaftsformation. Durch diese eine Tat sollte die Welt von der Tyrannie des Abstrakten befreit werden. Damit katapultierten sich die Nazis selbst aus der Menschheit heraus. Der Ansatz, den ich hier dargestellt habe, versteht das Vernichtungsprogramm der Nazis aus seinen ideologischen Grundlagen heraus und nicht unter Bezug auf Technologie oder auf rein historischen Zufall. Ich habe dabei versucht, diese Ideologie, den Antisemitismus, im Ansatz gesellschaftlich-historisch zu begründen. Ein solcher Ansatz macht es möglich, das Vernichtungsprogramm und seine immanente Verbindung zu angeblich idealistischen revolutionären Selbstverständnis der Nazis zu erklären. Er zeigt, dass auch die Vernichtung selbst und nicht nur die Wahl der Opfer aus einer Analyse der modernen Antisemitismus heraus begründen werden kann, wenn man ihn als fetischisierte Form des Antikapitalismus versteht, der im Übergang von liberalen zu stadtzentrierter Kapitalismus entstand. Innerhalb dieses analytischen Rahmens wurden die Juden zu ganz spezifischen Opfern der Geschichte. Der dem Referat von Postone zugrunde liegende Aufsatz wurde ursprünglich für eine amerikanische Publikation geschrieben. Auf Deutsch ist er in leicht abgeänderten und gekürzten Versionen erschienen. Er findet sich unter anderem in dem Buch »Küsst den Boden der Freiheit – Texte der Neuen Linken«, das von der Redaktion Diskus in der Edition Ideearchiv herausgegeben wurde. Er findet sich beispielsweise auch in dem von Michael Wertz herausgegebenen Band »Antisemitismus und Gesellschaft« oder in der Nummer 4.5 der Zeitschrift »Kritik und Krise«. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert und Robert Zöchling. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.